Endlich Gefühl auf die Tanzfläche bringen, das war für Philipp Boy im Contemporary das Allerwichtigste. Denn obwohl er in den letzten Shows viele Punkte von der Let's Dance Jury absahnen konnte, bemängelte diese doch immer wieder zu wenig Gefühl. Mit dem Segen seiner Frau vertanzte er zusammen mit Patricia Ionell jetzt ihre jeweiligen Liebesgeschichten und konnte mit seiner Performance endlich auch die Jury komplett berühren, wie unser Video zeigt. Philipp Boy tanzt zu seinem Hochzeitslied. Der Titel, Bis meine Welt die Augen schließt, von Joel Brandenstein und Alexander Knappe, hat für den ehemaligen Leistungsturner eine ganz besondere Bedeutung. Dieses Lied, das hat der Alexander Knappe live auf unserer Hochzeit gesungen, erklärt er. Und deshalb legt er in diesen Tanz seine ganze Seele und sein ganzes Gefühl und begeistert rührt damit Publikum und Jury. Dass er in dieser eine, emotionale Verbindung zur Musik hat man laut Let's Dance, Juror Jorge González sofort gespürt. Für mich der beste Tanz, den du hier gemacht hast, urteilt er. Joachim Yambi. Man kann von einem Contemporary nicht viel mehr erwarten. Und auch Mozi Mabuse findet, du hast heute als Partner deine beste Seite gezeigt. Das ist für mich, für was ein Mann beim Tanzen steht. Dem hat Joachim Yambi auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Man kann von einem Contemporary nicht viel mehr erwarten, lobt der Let's Dance Juror den ehemaligen Leistungsturner. Dafür gibt's natürlich nicht weniger als 30 Punkte.